Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge. Ist das richtig, 35? Ja, zur 35. Folge des Risen 3 Let's Plays, wo wir gerade in der Stadt Antigua angekommen sind, die auch gleichzeitig die Insel ist und wir noch eigentlich mit Ramon zu Ende quatschen wollten. Das machen wir auch erstmal, der ja seine magischen Kristalle sammeln wollte. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Alles. Okay. Ja. Da ist einiges dabei, was mich interessieren könnte. Muss ich noch gucken. Machen wir gleich. Das hier. Zeig mir deinen Kram. Ja, sicher. Hier. War das interessant? Da hatte ich schon geguckt, alles klar. Wir hätten 2000 Gold. Wartet, jetzt interessiert mich ganz kurz Schwertkampf, Nahkampf, Fähigkeiten, Nahkampf. Hiebwaffen hatte ich, ne? Ja, eigentlich Hiebwaffen. Er konnte mir jetzt noch Gegenangriff, das geht nicht. Was wäre denn eigentlich? Hier gibt's ja Schwertmeister. Was ist denn das Äquivalent zum Schwertmeister bei Hiebwaffen? Also, bei Stichwaffen ist es... Ich habe auch keine Ahnung, Schwertmeister. Trichtet mit deiner Klinge maximal Schaden, du erhältst... Gut, kann ich eh nicht lernen, von daher uninteressant. Ich glaube, der kann mir zwar Schwerter beibringen. Kann... Was? Aber das interessiert mich eigentlich nicht. Gegenangriff wäre noch interessant. Hab ich das Gegenangriff? Ich bin noch nicht gut genug. Ja, habe ich nicht. Alles klar. Gut. Dann... Ich frage, sag ihm das noch, weil wir werden jetzt hier auf dieser Insel alle Quests machen. Wir müssen mit allen hier reden. Er kennt das, auf Antigua geht's jetzt weiter. Von daher, nicht lang schnacken, einfach machen. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Hast du keine Angst vor den Piraten? Unsinn. Warum sollte ich? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der Hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön, wenn du meinst. Oh Mann, ey. Alles klar. Der Wächter Ramon, alles klar. So Taschendiebstahl machen wir nicht. Gut, dann, als nächstes, wir sollen ja für unsere Quest hier, ich muss den Druiden Edrich überzeugen, wenn die Jungen auf den Chat, ich habe alles erledigt, um mich der Gemeinschaft anzuschließen. Ich muss jetzt nur noch mit Admiral Alvarez auf Antigua sprechen, bevor ich bei ihnen aufgenommen werden kann. Und genau das machen wir jetzt hier. Alvarez, das ist er auch schon, wir sind da. Wir reden mit ihm, wollte ich sagen, aber das hat sich erstmal erledigt. Ja. Irgendwie klappt es unerwartet scheiße. Jetzt läuft es einigermaßen. Mann, Mann, Mann. So. Dann tun wir den einen Hund da unten auch gleich noch mitnehmen. Vermutlich wird das auch eine Quest sein, die wir machen müssen, aber... Oh, schaut mal! Der Franzose ist tot! Da! Der Franzose aus Risen 2 ist tot. Wunderschön, die gibt es ja auch noch. So, alles Loot, dann reden wir mit Alvarez. Vielleicht müssen wir hier ja gar nicht so viel erkunden. Mal gucken, mal gucken. So, den noch und einer fehlt. Eins, da unten. Da liegt er, der liegt hier so auf der Kante. Den will ich auch noch looten. Na komm. Danke. Wie schwer kann es sein, einen Hund zu looten? So, auf geht's. Wir essen nebenbei, machen unsere HP voll und reden mit Alvarez. Endlich, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Sehr froh, dass ich überhaupt noch gekommen bin.
Sei froh, dass ich überhaupt noch gekommen bin. Lass den Unsinn. Wo warst du? Auf Schatzsuche, an der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten wir besprechen alles weitere drinnen. Komm mit, du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde, getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen legt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich habe es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Wie schlimm sind die Verluste durch die Höllenhunde? Was soll ich dir sagen? Ich habe bisher nur die Leiche des Büchsenmachers Donovan unten auf dem großen Platz gesehen. Wer überhaupt noch lebt, kann ich nur vermuten. Am besten du beeilst dich und hilfst ihnen, bevor es sie alle erwischt hat. Na schön. Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Biester haben sich fast überall eingenistet. Okay. Hattest du nicht mal so einen magischen Kristall? Was ist das jetzt wieder für ein Hokuspokus? Ach komm, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich habe einen solchen schon einmal bei dir gesehen. Dir kann man auch gar nichts verheimlichen, oder? Was willst du dafür haben? Es geht hier nicht ums Gold. Ach komm, bei dir geht's immer ums Gold. Hier geht alles den Bach runter und du sammelst Kristalle. Gib schon her das Ding. Ich hoffe, es ist für einen guten Zweck. Ich werde es dem Wächter da unten geben. Was? Meinen Kristall? Einem Wächter? Ich könnte ihn natürlich auch auf dem Markt verhökern, wenn dir das lieber ist. Oh, na schön. Hier, nimm schon, bevor ich es mir anders überlege. Oh Mann, Alter. Wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Am Strand im Osten der Stadt kämpft Emma mit den Biestern. In Flints Lagerhaus würde ich nachsehen. Und auch auf dem Blutschwurplatz, wo Zack im Moment Patrouille läuft. Schau auch mal auf dem Marktplatz und bei Grace in der Schmiede vorbei. Naja, und auf dem Weg in die Stadt vom Weststrand her habe ich auch ein paar Biester gesehen. Ja, das ist einfach gleich überall. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und? Sind sie tot? Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Donovans Mörder sind Geschichte. Ein tragischer Verlust. Er war der beste Büchsenmacher, den ich je gekannt habe. Wir kriegen jetzt jedes Mal Gold, wenn wir ihnen das sagen. Alles klar. Wer bist du? Antigua geht den Bach runter. Ja, alles klar. Gut. Dann wissen wir, was unsere Aufgabe ist. Also eigentlich nicht. Also Alvarez, bescheidene Hütte. Ich habe gedacht, sie hätten den alten Piraten längst geköpft. Ja, ich dachte, ich werde ja, wenn ich hier reingehe, nicht aggro kriege ich nicht. Gut, ja.
Also wir haben zwar keinen richtigen Grund, dass noch ein Teleporterstein, warum wir das jetzt hier machen, aber... Also wir sollen natürlich mit Alvarez reden, aber warum? Ja, also vermutlich muss ich jetzt eh erstmal alle Höllenhunde hier töten, von daher scheiß drauf, auf geht's. Haben wir das wenigstens als Quest gekriegt? Ihr da findet den Dämonenjäger? Nein. Nein. Chaos in der Hafenstadt. Das ist die Quest, die wir machen wollen. Seekarte. Perfekt. Einmal überall. Gut, dann fangen wir hier unten an. Gehen wir hin. Kriegen wir alles hin? Wir werden einfach, wie wir es gewohnt sind, wir durchsuchen einfach alles. Wir plündern nur Goldklee. Also nur Pflanzen. Was mit ihm hier? Ja gut, dann habe ich einmal gelootet. Was ist denn? Wen seine Kiste ist? Das ist 6 Kiste. Ruhe. Eleganter Degen. Ja gut, hier werden wir jetzt mal noch nicht klauen und plündern. Noch nicht. So, was ist mit dir hier? Ach, du warst ja mit den Dingensen. Ja, alles klar. Gut, dann. Hier unten waren wir noch nicht. Nee. Klar, hier kriegen wir jetzt die Quest wieder für den Teleporter. Brauche ich den eigentlich nicht? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich ist der Teleporter mir relativ wumpe. Da sind wir hochgelaufen, ne? Ja. Jetzt können wir hier gucken. Wir haben jetzt einmal hier den Bereich und den hier hinten. Da sind die Leute. Hier ist vermutlich gar nichts. Ich würde vorschlagen, wir laufen von hier unten den Strand entlang dahin und dann hier oben so zurück. Und nach hier oben gehen wir noch. Noch nicht. Ja, das machen wir später. Da oben hätte ich auch noch reingekonnt. Verdammte Schatten! So am Rande erwähnt. Höllenhunde sind übrigens eigentlich nicht so das Riesenthema. Ja, kann ich dich noch looten? Nein. Bin ich wieder raus aus dem Wasser? Ja, oh, da ist eine Muschel. Eigentlich wollte ich den Hund looten, aber okay. Dann halt ohne Hund. Oh. Es sieht ungesund aus. Danke. Du hast mich befreit. Ich dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Wie hast du mich befreien können? Keine Ahnung. Gut möglich, dass meine Begegnung mit dem Schattenlord an der Krabbenküste etwas damit zu tun hat. Ein Schattenlord? Es gibt also noch Schlimmeres als die Schergen? Du machst dir kein Bild. Okay, ich will das gar nicht so genau wissen. Warum hat man dich hier festgehalten? Was weiß ich. Fragen konnte ich schlecht. Die Schergen haben mich einfach überwältigt. Und ehe ich mich versah, war ich gefangen. Aber immerhin haben sie mich am Leben gelassen. Aber was ist mit meinen Waren? Erzähl mir mehr über dich. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen bin, leite ich das Lagerhaus. Ich habe den Posten erst seit kurzem. Kein Plan, was mit meinem Vorgänger passiert ist. Also, wenn du etwas brauchst, bin ich dein Mann. Ein Händler in der Nähe zu wissen, ist immer gut. Lagermeister? Stell ich mir ziemlich öde vor. Ich habe früher mal als Schweinehirte gearbeitet. Du stinkst wie ein Oger und die Huren nehmen dich auch nicht mit aufs Zimmer. Dann lieber doch Kisten verwalten. Du sagst es. Schon mal etwas von magischen Kristallen gehört? Allerdings. Ach ja? Langsam, langsam. Ich habe da noch so ein kleines Problemchen. Solange das noch da ist, habe ich auch nichts für dich. Deine Höllenhunde im Lagerhaus sind Geschichte. Da
Das nenne ich mal eine gute Nachricht. Da hab ich auch was für dich. Im Obergeschoss des Lagerhauses ist eine alte, schrammelige Truhe. Da sind ein paar schöne Kristalle drin. Irgend so ein alter Kerl. Seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Behauptete mal, sie seien magisch. Aha. Ja, das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber hey, es sind immerhin schöne Kristalle. Nimm sie dir ruhig. Du kannst damit sicher mehr anfangen als ich. Ja, alles klar. Danke. Hast du denn noch was Besonderes? Wo hast du denn das besondere Zeug? Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du sprichst, aber warte mal. Als ich den Schuppen hier übernommen habe, lag da so ein Kästchen in einer verstaubten Ecke. Bin noch nicht dazu gekommen, es zu öffnen. Von mir aus kannst du es haben. Viel Spaß damit. Ah, okay. Gut, alles klar, danke. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Jetzt, wo du fragst, da gibt es tatsächlich etwas. Mein Bruder Quinn hat ein Schwertstück in seinem Besitz, das ich gern hätte. Bring es mir und deine Taschen füllen sich mit Gold. Wo steckt dein Bruder Quinn? Das ist eine gute Frage. Der Halunke hat sich irgendwo verkrochen. Laberte was von einer Insel mit Eingeborenen. Kila war's. Gut, ich halte die Augen offen. Ich werde dir das Schwertstück besorgen. Wunderbar. So einer wie du wird es noch weit bringen. Was du nicht sagst. Zeig mir deine Ware. Kein Problem. Ja, alles klar. Fähigkeit Schrotflinte. Hier wäre jetzt eigentlich eher der Vergleich zu dem, was ich anhabe, relevant. Jetzt bei den Waffen hier, aber bei dem Schaden vergleicht er das gerade nicht. Verkaufen, was habe ich denn? Pistole, hier. Also ich benutze aktuell eine Pistole mit Kugeln, die 40 Schaden macht. Und er könnte mir verkaufen. Pistole mit 45. Schrot von 4 bis 40. Und nochmal Schrot. Okay, also die hier wäre zwar interessant. Aber 600 Gold, weiß ich gerade nicht. Kopfdruck interessiert mich nicht. Gleich gut mit dem, was ich anhabe. Ich gucke jetzt hier auf diese roten Zahlen. Wenn da irgendwas grün ist, dann ist es interessant. Ansonsten brauche ich mir das gar nicht weiter angucken, was er hier hat. Ja, und so sieht es auch aus. Also das einzige Interessante, was er hätte, wäre diese doppelläufige Pistole für 600. Die noch eine kritische Trefferchance von 15 hat und meine hat eine von... Es wären echt nur 5 Schaden mehr. Es wäre nichts anderes. Es wären 5 Schaden mehr. Nee. Wegen 5 Schaden mehr 600 Gold. Das machen wir momentan mal nicht. Jetzt gehen wir erstmal noch die Kiste da oben looten mit den Kristallen. Ich weiß ja, wo sie ist. Also ich hätte jetzt kein Problem, die 600 Gold auszugeben, aber ich weiß nicht, wie... Wahrscheinlich möchte ich noch ein paar Sachen skillen oder... Ach, ich bin noch unentschlossen. Ich bin dann nicht so, dass ich sage, ich nehme das. Die Schatulle wollte ich mir noch angucken, die ich bekommen habe. Plunder, kleines Kästchen. Geschafft. Kristallfackel, Gold und Papageienflügel. Ja gut, okay. Naja. War jetzt nichts Besonderes. So, und hier soll irgendwo eine Kiste sein. Als ich das letzte Mal hier war, war das Lagerhaus noch intakt. Könnte daran liegen, dass die Stadt von Höllenhunden überrannt worden ist. Das ist doch kein Grund, sein Lagerhaus abzufackeln. Idioten. Ja, oder es wurde abgefackelt. Flintstruhe? Gut. Bin mir nicht sicher, ob es Flintstruhe ist, die ich looten soll. Aber hier ist nur eine. Gut, machen wir die mal auf. Ja, da ist auch der Kristall drin. Alles klar. Dann haben wir das auch. Den Rest lassen wir hier liegen. Und dann geht's weiter. Bis jetzt scheint das Quest-Hub sich hier noch in Grenzen zu halten. Von daher möchte ich mich auch nicht beschweren. Brauche ich Ihnen nicht sagen. Ja, dann geht's weiter am Strand. Wir sind jetzt hier. Den Bereich werde ich mir noch später angucken. Also, wo ich ja schon so grob war, ne? Aber nicht vollständig. Da ist noch ein Pflänzchen. Die Truhe lassen wir absichtlich in Ruhe, ne? Auch, sie ist zwar verschlossen, aber möchte noch nicht klauen. Noch nicht. Nicht auf Antigua.
Und ja, die 20 Minuten sind rum. Das heißt, wir gehen einmal in die nächste Folge. Dann werden wir hier weiter die Stadt erkunden und werden schauen, wie sich Antigua so entwickelt und was denn das Spiel so mit sich bringt. Whatever. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Das hilft mir. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie ein Scheiß. Und sage immer zum Schluss. Tschö mit ö.